Bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, gibt es noch mal eine kleine Information vorab. Und zwar wollte ich mich entschuldigen dafür, dass jetzt schon mal so lange kein Video gekommen ist und jetzt auch kein Game-Video kommt, sondern halt ein anderes. Wer aber wissen möchte, was, wie und warum, einfach mal auf www.madde.tv gehen. Da gibt es meistens immer ein paar Updates, ein paar News. Da ist mein Twitter-Account mit verlinkt, etc. Ja, da gibt es halt mal ein paar Nachrichten. Ansonsten viel Spaß beim folgenden Video. Ja, willkommen zum neuen Video, einer neuen Videoreihe. Und wie man wahrscheinlich im Titel schon gesehen hat, geht es diesmal nicht um Spiele, sondern ja, ich bin bekloppt. Mal vielleicht nur ein bisschen. Ich habe mir eine Ameisenfarm gekauft. Bitte was? Eine Ameisenfarm? Ja, eine Ameisenfarm. Um mal ganz kurz den Star dieser Serie zu zeigen. Huch, oh, wollte ich weg. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Blöde blaue Lampe. Also mal, aber da genau da, wo das blaue Licht ist, da ist die Königin. Dieses große schwarze Fleckchen da. Wir nennen sie einfach mal Barbara. Denn es ist, ich muss noch mal kurz. Tut mir leid, Leute, ich muss euch ein bisschen rollen. Genau, da unten steht's. Es ist die Gattung Messor Barbarus. Genau, darum heißt die Königin bei uns ab sofort Barbara. Werde ich wahrscheinlich eh bald wieder vergessen haben. Ja, die packen wir aber erstmal noch ein bisschen ein. Machen wir ihr noch ein bisschen dunkel. So. Dann schieben wir sie beiseite und dann packen wir erstmal hier aus, was wir hier so alle drin haben, ne? Da ist übrigens mein anderer Kater. Meine Aufnahmeecke müsste man erkennen. So, und da oben ist Mr. Plüsch. So, wo haben wir denn jetzt hier? Ach, hier geht's auch nochmal. Kann ich auch endlich mal die 4K-Auflösung dieser Kamera hier testen? Weil ich glaube, so eine Arm aufzunehmen ist in 4K schon ein bisschen besser. Wie viel Klebeband hat der denn hier rumgemacht? Dieses ganze Set hier habe ich von arnstore.de, also sprich dem Ameisenshop. Den gibt es in Berlin. Und da ich in Tegel arbeite, war das nur ein Katzensprung. So, um das mal kurz. Achso, das sind die Deckel. Okay. Wie legt man da bloß so drauf? Und das dann erhalten? Also, ich glaube, ich klebe die ja trotzdem zu. Also, das hier sind die. Oh, ne, Moment. Ich packe das erstmal. Ich packe das erstmal so ein bisschen hier beiseite. So, was haben wir hier noch? Also, rote Folie. Rote Folie ist immer gut. Wir nehmen mal den Deckel ab. Einmal rote Folie. Es müssten eigentlich vier rote Folien sein, oder? Zweimal rote Folie. Wieso nur zweimal? Naja, rote Folie ist dafür da. Das kenne ich sogar noch aus dem Hühnerbereich. Als ich auf Montage war, habe ich mal in einer Hühnerfarm mitgearbeitet als Elektriker. Und dort war es so, was war ja hier? Okay, die Tränke, den Ausbruchschutz, eine Lupe, eine Pipette, eine Pinzette, noch eine Pinzette, ein bisschen Futter. Gucken wir uns gleich nochmal an. Wo war ich? Ah, genau, bei einer Hühnerfarm. Da war es zum Beispiel so, dass den Hühnern ein 2-Tage-Rhythmus an einem Tag vorgegaukelt wurde. Und rotes Licht konnten die Hühner nicht sehen. Das heißt, wenn dort rotes Licht an war, dann war es für die Hühner Nacht. So, das Granulat. Hier noch. Oh, die Sand-Lehm-Mischung. Die Verschraubung. Den Schlauch. Der Schlauch ist, glaube ich, zu kurz. Kann ich nicht ganz so bauen, wie ich wollte. Muss ich mal gucken, wenn nicht, kaufe ich mir noch ein bisschen Schlauch. So, komm mal her, du kleine Dingsel. Okay. So, du kannst beiseite. Wir haben. Muss mal ganz kurz gucken, ob mein. Ja, doch. Funkmikrofon läuft noch. Okay. Wir haben ja hier. Huch. Ein kleines Gefäß, die sogenannte Arena. Die ist später dafür da, dass die Tiere etwas Auslauf haben. Das soll praktisch später die Oberfläche darstellen, wo die laufen können, ne? Und hier hinten haben wir die beiden Nester. Bei dieser Art von Ameisen ist es so, dass wir eins für die Brut nehmen, also Larven, Eier etc. Das muss ein bisschen feuchter gehalten werden. Und der Kornspeicher, denn es ist eine körnerfressende Art, also eine körnerfressende Ameisenart, das muss staubtrocken sein, hat zumindest der Typ von Arnstore zu mir gesagt. Also wird eins bewässert, also zumindest ein bisschen feucht gehalten, nicht überwässert, weil sonst trinken einfach alle. Und das andere ein bisschen trockener gehalten für den Kornspeicher, weil sonst fangen die Körner an zu schimmeln. So, hier, schöne Verschraubung. Ja, die können wir erstmal drin machen. Kann ich das? Nochmal gucken. Vielleicht wird das ja was. Lass ich das einfach mal so hängen. Den schrauben wir hier so ran.
Na komm. Saublöder Bub, du. Geht auch. Ach, krabbelt mir eine Beine hier hoch. Ne, keine Ameise, war eine Fliege. So, und das ist dran. Dann machen wir hier mal den Schlauch. Wir müssen noch ein bisschen Schlauch abschneiden. Wir müssen nämlich hier die beiden miteinander verbinden. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man. Gut. So. Wann entstehen die Dinge? Eigentlich wollte ich rechts und links, also ich brauche nochmal so einen Pönöpel, den kriege ich glaube ich von Arbeit. Muss ich mal gucken, was das für ein Durchmesser ist. Einen hier reinmachen, einen hier. Und dann wollte ich nachher die Farm. Oh, eine links, eine rechts. So irgendwie. Oder ich stelle die dahinter. Vielleicht auch dahinter. Das dann hier verbunden ist. Und hier. Die beiden Ausgänge gehen dann jeweils hier rein. Dann können die Ameisen hier mal oben durchlaufen. Also hier ist nachher Erde drin bis hierhin. Darf man auch nicht ganz voll machen, weil die Ameisen holen dann noch Erde nach oben. Ich würde sagen, ich. Oder soll ich einfach weiterlaufen lassen? Oder soll ich ein paar Cuts setzen? Mal aufpassen, dass die Ameisen nicht runterrollen. Jedenfalls am Ende des Videos werde ich die Ameisen hier einsetzen. Keine Sorge, ich werde sie nicht ausschütteln, weil man legt einfach das Röhrchen nur rein und dann krabbeln die irgendwann von alleine raus. Eine Schere brauchte ich. Genau. Wir brauchen ein bisschen Schere. Oder geht es mit dem Messer? Nee, geht's wahrscheinlich kaputt. Moment, bin gleich wieder da. Beziehungsweise, ihr seid ja immer noch bei mir, nur ich bin nicht am Bild. Wo ist denn die Schere? Schere, Schere, Schere. Geht die? Muss. So, Achtung, ich komme zurück. Wackel, wackel, wackel. So, wir machen einfach mal hier so. Ah. Und man ist hier. Geht auch. Sehr, sehr schön. Guck mal hier, ne? Ist wunderbar, da können die nachher durchlaufen. Das stopfen wir mal hier ruf. Und andere Seite. So. Das ist zu. Kann doch nicht sein, dass diese Glasplättchen bloß da oben drauf liegen. Da ist ja nichts miteinander. Also, da ist eine Fliege. Mach eine Biegefliege. So, was kommt als erstes, als nächstes? Ich glaube. Weißt du, wenn du das online bestellst, kriegst du alles schön als Paket. Dann sind da 20.000 Gebrauchsanweisungen drin. Hier war alles nur eingepackt, irgendwie in einer Folie. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir hier, das ist eine Sand-Lehm-Mischung. Bodengrund, Wüste, ne? Steht da drauf. Kann man, warte mal. Hier, da so, ne? Machen wir ein ganz kleines bisschen hier rein, dass die halt ein bisschen Zeugs da haben, wo sie drauf rumlaufen können. Jetzt geh auf, du blöde Tüte. Ja, super, aber ich hasse diese Verschlüsse. Da würde ich der Mensch, der sich das mal einfallen lassen hat, da reißt auch immer alles kaputt. Ich nehme deine Schere. Alter, jetzt. Ich mach die einfach leer. Ist mir dann egal. So. Tada, offen, ohne Probleme. Wir machen einfach mal. Oh, mein Kabel. Machen hier mal so ein bisschen hier so. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause machen. Ich glaube, ich kriege nämlich Besuch. Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder nach dem Cut. Bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich die eine Seite hier schon mal ein bisschen mit Sand gefüllt. Und kann man ein bisschen hier schon mal Sand reingemacht. Unten den Split. Oben den Sand. Und da habe ich schon ein bisschen Wasser aufgemacht, weil das muss nämlich durchziehen. Das hat eine halbe Stunde gedauert, aber so ungefähr auf der Hälfte. Habe ich nochmal ein bisschen Wasser oben drauf gemacht. Und dann, ja, war es ordentlich durchgezogen. Ich hoffe, es ist nicht zu nass. Wird schon gehen. Jetzt befüllen wir noch kurz die andere Seite. Schieb das mal hier beiseite. So, sollte gehen. Warte mal. So ist besser. Nehmen wir einfach bloß nochmal ein Blatt Papier. Wird eben mal falten. Schaut noch ein bisschen zurück. Machen wir uns ein bisschen. Achso, wir müssen erstmal öffnen. So. Mal den auch mal beiseite. Noch ein bisschen Split unten drin, dass, wie gesagt, die
zu viel Feuchtigkeit. Oh, dürfte schon wie immer zu viel gewesen sein. Zu viel Feuchtigkeit geht halt unten rein und sammelt sich dann da, bleibt nicht in dem Sand drin. Naja. Das mache ich später weg, ne? Und wenn der Sand zu trocken ist, dann kann er sich von unten auch noch Feuchtigkeit nach oben ziehen. So, jetzt nehmen wir einfach mal kurz den Eumel hier. So, passt. Machen ein bisschen gerade. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt nochmal mit dem Sand. Ich hatte das schon mal versucht, direkt mit der Tüte hier. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Hier drüben hat nämlich auch mehr gekrümelt als alles andere. Aber vielleicht geht es ja jetzt mal ein bisschen besser. So. Schauen wir mal. Mal ein bisschen festdrücken, nicht zu fest. Wir sollen ja auch noch graben können. Ich nehme da einfach nur das Eigengewicht von dem Glasdeckel hier. Dann sehen wir, ein ganz kleines bisschen kann auch rein. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Muss reichen. Wie gesagt, die Ameisen buddeln ja noch ein bisschen nach oben, ne? Wenn die da ihre Gänge buddeln, bringen die ja eh noch ein bisschen Erde mit nach oben. Und dann haben die da noch. Und die werden sich das eben so hin basteln, wie sie brauchen. So, den Deckel nochmal weg. Kamera zurück. So. Oh, bisschen schmutzig hier. Mal wieder Staub hier bestellen. Achso, den Schlauch hat die Kilo schon angeschlossen. Ich setze mich mal. Oh, Balsam für die Ohren. So, ich habe den Schlauch hier schon mal so ein bisschen drin geschoben, dass der genau hier vorne aneckt. Gucken, kann man die Tür. Dass wenn ich den nachher nach oben mache, dann guckt er so nach unten. Da werde ich noch einen kleinen Zweig dann drin, ein kleines Stöckchen, dass die Ameisen da besser hoch und runter laufen können. Hier hinten können wir den dann schon mal anschließen. So, das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Können wir hier nochmal ein bisschen was verteilen. Da muss ich morgen unbedingt noch, wenn es wieder ein bisschen heller geworden ist, noch ein paar Steinchen von draußen holen. Ein bisschen, muss mal gucken, was die Ameisen sich wohlfühlen. Ein bisschen noch. Dass man hier so ein bisschen nachempfinden kann. Ihr natürlichen Lebensraum halt, ne? Wo sollen ihr Futter kriegen? Oh. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Erde, dass die sich sonst hier eingraben. Sondern die sollen sich ja... Ich denke, es sollte ausreichend sein. Die sollen sich ja hier drin eingraben und da drin und nicht da, wo wir nicht sehen. Oder wir müssen jetzt mal die Arena hochhalten. Hier drüben mache ich erstmal den Deckel ruf, bevor ich das vergesse. Ich überlege, ob ich hier wirklich noch... Das ist so ein bisschen... Ist hier Dreck irgendwo dran? Ich glaube, ich werde da ein bisschen Klebeband dran machen. Weil das ist mir irgendwie nicht mit diesen kleinen Glasdeckeln. Wenn nochmal zwei, drei Ameisen ein bisschen drücken, dann schieben die den nur nach oben, ne? Vielleicht sollte die beiden Klebedinger hier nicht ganz ausreichen. Machen wir jetzt mal wieder so. Wird ja noch ein Stück dauern, bis die Ameisen anfangen zu buddeln und da lang laufen. Wenn wir die da reinlegen, glaube ich nicht, dass die sofort rauskommen. Oh, andersrum. So. Mal nach oben. Was haben wir denn noch hier? So, ja, kurz die wunderschöne Zaubertüte holen. Wir haben hier noch eine Tränke. So, Tränke, müssen wir mal aufpassen. Das ist eine normale Pinzette, um Sachen rauszuholen. Hier ist nochmal Futterersatz. Ja,
ganz viele Dingsels. Was haben wir noch? Das ist hier nochmal eine Ameisenpinzette. Die ist irgendwie ganz leicht. Also damit kann man die Ameisen wohl nicht zerdrücken. Na klar, also wenn man wie so ein Kloppter drückt, dann wahrscheinlich schon. So, dann nochmal eine Lupe. Kannst die Ameisen ein bisschen besser angucken. Oh. Dann haben wir nochmal den Ausbruchschutz. Den machen wir nachher hier oben am Rand nochmal ran. Dass wenn die Ameisen zwar hochkrabbeln, krabbeln so ein bisschen hoch, aber können nicht über den Rand, also wir machen trotzdem den Deckel drauf. Der liegt ja hier, hat seine Lüftungsschlitze. Aber wenn man den Deckel mal hochnimmt, dann fällt ja da vielleicht eine Ameise raus. Muss ja nicht sein. Nochmal. Hoch. Dule knarrt. Und nochmal. Genau, wir wollen nicht, dass halt da vielleicht eine Ameise sich dann irgendwie zerquetscht wird oder so. Wenn man die ja mühevoll aufzieht. Ich glaube, ich muss mal hier schon mal Wasser reinmachen. Das erscheint mir fast ein bisschen viel Wasser. Oder ich muss da ein bisschen Wasser, Watte reinstecken. Na gut, erstmal haben sie ihr Röhrchen noch. Daraus können sie trinken. Dann würde ich sagen, legen wir doch schon mal die Ameisen rein. Können wir nämlich... Ach nee, Quatsch, ich wollte das Ausbruchschutz. Wie hieß es nochmal? Ausbruchsschutzöl. Genau. So, das Ausbruchsschutzöl haben wir jetzt aufgetragen. Ich habe allerdings hier ein bisschen hochgekleckert. Ich hoffe nicht, dass die jetzt... war ein bisschen viel wahrscheinlich. Dann hier auch nochmal so ein bisschen. Und hier nochmal. Wir wollen ja nicht, dass es da runterläuft und den Sand irgendwie kontaminiert. Da soll ich das ein bisschen wegwischen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal mit einem Wattestäbchen machen und nicht einfach mit meinem dicken, fetten Wurstfinger. So, ja. Dann. Und die Deckel haben wir drauf, da ist Klebeband drauf. Gut, das hält nicht mehr so richtig. Ein anderes Klebeband drum. Das ist drum, das ist fest. So. Dann würde ich sagen. Lassen wir mal die Bewohner frei. Wow. Da ist mir glatt das Röllchen weggerollt. Gucken nochmal. Geht's der Königin gut? Das ist wieder da, wo das blaue Licht ist, ne? Die ganze Kamera blinkt irgendwie blau. Der große, da sieht man's. Da ist die Königin. Wunderbar, dann ziehe ich jetzt vorsichtig gleich den Stöpsel raus. Da vorne ist noch eine Ameise dran, ne? Die gräbt sich da schon durch. Kannst du da vorne sehen? Durch die Watte will die sich schon durchgraben. Die wollen da raus. Ich würde sagen, dann lege ich sie mal kurz hin, dann filme ich noch 2-3 Minütchen. Dann ist die Folge auch beendet. Also die Folge ist gut. mein neues Projekt hier. Mal gucken, was draus wird. Jetzt kommt auch noch die Königin gerade nach vorne. Die will echt raus. Okay, dann tun wir. Mal gehen wir. Ja, es tut mir leid. Wollte ich nicht stressen. So, machen wir es mal so. Nehmen wir gleich mal unsere coole Pinzette hier. Guck, wie es geht. Gott, Gott, die arme Ameise. Komm her. Geh mal raus da. Alles klar, die ist runtergekrabbelt. Gut. Keine mehr drauf. Gut. Macht die Königin, bleibt da drin. Ich muss mal die Lampe kurz, wo ist denn die LED? Da. Das ist besser. Also eine Ameise ist schon draußen. Das ist wahrscheinlich die, die wir gerade rausgeschüttelt haben. Die Königin macht sich so ein bisschen auf den Weg. Ja, da läuft immer noch zu viel von diesem Ausbruchschutzöl runter. So, ich denke mal, das war's dann erstmal soweit von meiner Seite aus hier. Ich lasse jetzt noch ein bisschen die Bilder für sich sprechen.
Bei mir ist 2 Wochen her, dass ich jetzt was aufgenommen habe und jetzt nochmal den letzten Satz hier gerade einspreche. Ich weiß noch nicht genau, wann das nächste Video kommt. Bis jetzt ist noch nicht allzu viel passiert bei den Ameisen. Gut, ja, ein bisschen buddelt, aber ich denke mal, vielleicht so einmal die Woche könnte ich jetzt am Anfang noch ein Video bringen, wenn noch ein bisschen mehr passiert. Aber ansonsten muss ich gucken, vielleicht einmal im Monat, je nachdem, wenn irgendwas Spannendes bei den kleinen Barbaren passiert ist, ne? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, lass mal eine Bewertung oder einen Daumen da. Ne, warte, Bewertung und Daumen ist ja das gleiche. Bewertung oder ein Kommentar, so rum wollte ich meinen. Tschüss!